Hallo meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer zum Vergleichstest der brandneuen Aprilia Tuono 660 gegen die Aprilia RS 660, die nicht ein Eigen, sondern zwei Eigen Zwillingsschwestern, weil sie sich ja nicht so ähnlich schauen, aber doch ein bisschen. Und die richtig argen Unterschiede, es gibt nämlich welche, lieber Zonko, die finden wir für euch in diesem Video heraus. Welche taugt uns mehr? Was ist an der einen schlechter als an der anderen? Oder sind eh beide super? Warum, wieso, weshalb? Zonko, Fauli, jetzt gleich dranbleiben. Danke! Aprilia macht es wieder. Aprilia hat ja mit den 1000er RSV 1000 haben die da geheißen, Mille. Gell? Mille, RSV Mille, RSV 1000 haben es die Rotax-Motoren drinnen gehabt, waren eigentlich die ersten großen Motoren für Aprilia. Da kamen zuerst die Super Bikes und dann kamen die nackten Ableger. Bin ich da richtig? Ja, gell? Ja. Dann kamen die, wie der Zonko so gerne zu sagen pflegt, die Thunfische. Thunfische! Immer wieder dämlich. Gefällt mir. Und auch jetzt ist es so. Zuerst kam die RS 660 und jetzt wurde die Tuono 660 nachgereicht. Und falls es wen interessiert, ich würde sie dann gerne fahren, wenn sie kommt. Es kommt ja auch eine Pegaso 660. Ja, ja, ja. Dieses Reise-Enduro-Motorrad mit diesem Motor. Weil Motor, Chassis, Fahrwerk teilen sich die beiden also völlig identisch. Das heißt, der Motor der beiden 660ern hat 659 Kubik, ist ein rein Zweizylindermotor mit Hubzapfenversatz, was einen V2 imitiert, was der Zonko auch vom Klang her bei beiden, weil sie gleich klingen, richtig leibend findet, oder? Ja, das ist ein typischer Aprilia-Klang. Das finde ich ganz, ganz super. Also wie gesagt, die V4 Aprilias, die klingen ja so, das ist outstanding. Das ist einfach das Beste, was es gibt an Klang, legale Klangtechnik. Und bei denen haben sie es geschafft. Also du kriegst sofort diese Aprilia-DNA, die Klang-DNA kriegst du sofort mit. Großartiger Sound bei beiden Maschinen. Ich glaube, das ist ja diese Auspuffführung ist ja ganz gleich. Wirklich super. Also finde ich echt super und es ist in keiner Weise laut, wenn das jetzt irgendeiner sagt, na gut, die sind immer so laut. Nein, die sind nicht laut. Sie sind es nicht. Tatsächlich auch das Standgeräusch für uns und das führt ja diese lustige Regelung, die hoffentlich bald erledigt ist, ad absurdum. Die klingen angenehm, haben aber 96 dB. Das ist ganz arg, aber das muss jetzt bald einmal ein End finden. Bei der Fahrerei. Eine echte Trottelverordnung. Über das können wir uns jetzt nicht auslassen. Nein, können wir schon, aber tun wir jetzt nicht, sonst wird es überhaupt ewig. Aber beim Fahren müssen Sie ja die Euro 5 Norm einhalten, beziehungsweise die derzeit gültige Lautstärkeverordnung. Da klingen es schon sehr kernig. Und ich finde, zu diesem Standgeräusch muss man auch sagen, da ist ja fast lauter, wenn ein Tiroler Lautstärke kriegt. Euer K. Seien wir uns ehrlich. Ja, das wollte ich jetzt noch anbringen. Vom Sound her, genau, wie du. Und du hast ja den Vergleich zur großen Tuono auch richtig hergezogen, gell? Ja, absolut. Weil, wie gesagt, also wenn ich mit sowas fahre, ich habe einfach diesen großen. Den Werkstundfisch habe ich so in mir drinnen schon, dass ich das natürlich immer vergleichen muss und immer schauen muss, na, ist diese DNA vom Werkstundfisch, ist die da drinnen? Ja, vom Klang her absolut. Also ich kann das nachvollziehen. Das ist zwar jetzt natürlich ein kleinerer Motor und ein rein Zweizylinder, aber trotzdem hat es einen wirklich leimenden, charismatischen Aprilia-Sound. Und es hat auch, finde ich, charismatische Power, die es liefert, dieses Triebwerk, bei beiden eben das Gleiche. Weil tatsächlich eine abgewandelte
Zylinderbank des V4-Motors, der großen Tuono bzw. der RS-V4-Modelle. Natürlich der ganze Motor dann schon darauf zugeschnitten, weil du kannst ja nicht einfach zwei Zylinder wegschneiden. Aber daher auch, finde ich, der Charakter sehr sportlich, typisch Aprilia. Was wiegt's, was hat's? Auch von der Power her fast identisch. Die RS660 wird, keine Ahnung warum, man will zeigen, dass man bei den PS in den dreistelligen Bereich kommt mit diesem Motor. 100 PS gibt es auch als 95 PS Version, damit man sie dann auf A2 runter machen kann mit 48 PS. Und die Tuono 660 wird automatisch mit 95 PS ausgeliefert. Beide ihre höchste Power bei 10.500 Umdrehungen. Was, ich habe es im Einzelvideo der Tuono schon gesagt, die muss drehen, die will gedreht werden. Ja, sie will gedreht werden, aber der Motor ist wahnsinnig elastisch, er geht auch ohne Drehzoll, ist auch leibend zum Fahren. Nur wenn du den sportlichen Kick haben willst, dann musst du ihn aufschicken auf über 5.000, 6.000, da geht es dann wirklich zur Sache. Und es ist aber so, und das ist ja in der heutigen Zeit wirklich, oder beim Straßenfahren wirklich wichtig, na, diese volle Power ist schon im vierstelligen Drehzahlbereich, also wenn du knapp bei 10.000 bist, hast du einfach schon die volle Leistung drinnen. Und es ist also kein Motor, den du aufdrehen musst auf 15, 16 oder 13, 14.000, bis die Leistung dann endlich die volle Leistung ansteht, sondern es ist eigentlich in einem Bereich, wo es für Straßenfahren super ist. Da hast du dann schon die Leistung. Aber natürlich, wenn du sie auswinden willst, also wenn du die volle Leistung willst, na, dann musst du schon ein bisschen Drehzahl reingeben, ja. Was ist das? Du musst das auffahren. Das hat mir gefallen. Du musst das auffahren. Ich habe mich offensichtlich von diesen 54 WM-Titeln, weil ich es da gesehen habe, inspirieren lassen, weil ich mir halt auch denke, diese beiden sehr sportlichen Geräte wollen halt gedreht werden. Aber wie du richtig sagst, man kann sie auch unten herum nudeln. Ich mache das halt immer in der Ortschaft. Hau ich einmal den sechsten rein, schau, wie elastisch das Ding ist. Puh, Ride by Wire von Aprilia, haben es voll im Griff. Bei 3000 Touren oder so im sechsten, aber ohne Ruckeln, nichts. So, nun aber endlich zu den Unterschieden, weil Motor, Chassis, haben wir schon gesagt, ist das gleiche. Radstand 1370 bei beiden richtig kompakt und bei beiden auch eben das Handling richtig leiwand. Für mich persönlich aber, RS660 habe ich in Italien testen dürfen, bin ich heute wieder mit viel Freude gefahren. Aber die Tuono 660 heute zum ersten Mal gefahren und ich muss sagen, leider geil. Und für mich, von der Sitzposition her, vom dadurch auch breiten Lenker-Handling, leider geiler. Also mir taugt es mehr. Mir taugt ja viele blöde Sprüche. Ich muss kurz unterbrechen. Unterbrichst du mich? Ja, weil das ist leider geil. Wo kommt denn das her? Das ist doch irrsinnig deppert. Wenn irgendwas geil ist, ist doch super, dass es geil ist. Das, was bedeutet das eigentlich, das leider geil? Ja, es ist absichtlich ein Gegensatz dessen, was man meint. Sprachlich, leider geil heißt extrem geil. Leider kann ich nichts dagegen tun, dass das richtig geil ist. Ja. Verstehst du? Ja. So meine ich das. Ja, ja. Und bei mir ist es so, dass ich... Das sind die alte Mann. Ja, Zonko, bitteschön. Und bei mir ist es aber so, dass ich mich irrsinnig freue, dass das wahnsinnig leider ist. Ja, auch. Ja. Leider aber geil. Aber für dich ist es leider geil. Du verstehst es nicht, gell? Du verstehst schon wieder überhaupt nicht. Aber es ist ein echter Trottelausdruck. Ist ja wurscht, gell? Nicht. Ja. Ja. Hat es damals noch nicht gegeben. Ich finde es leider geil, dass es leider geil ist. Und leider geiler. Vor allem, das müsst ihr mal. Noch eine Steigerungsform. Gut, besser, besserer. Ja, von der Sitzposition. Weil mir dieser Motor und das gesamte Handling von 183 Kilo fahrfertig, beide nämlich. Warum? Weil die hat ja eigentlich ein bisschen weniger Verkleidung. Meine Theorie und müsste eigentlich so aufgehen. Du hast ein bisschen weniger Verkleidungsteile. Dafür hast du eine normale Batterie drinnen und die RS660 hat eine Lithium-Ionen-Batterie drinnen. Und das, schätze ich, sorgt dafür, dass exakt gleich 183 Kilo fahrfertig, 169 Kilo taugen. Ich meine, das ist so handlich, so leiwand. Aber beide. Fahrwerk auch bei beiden gut, oder? Wobei man die fast ein bisschen komfortabler vorkommt. Aber ist das vielleicht wegen der Sitzposition? Das kann ich nicht beurteilen, ob das wegen der Sitzposition ist nicht, oder nicht, aber die hat auf alle Fälle ein bisschen die höherwertigere Gabel drinnen. Die RS, das ist also, die kann man einstellen, ich glaube auch nur auf Zugstufe und Vorspannung, aber halt auf beiden Holmen. Bei der Tuono kannst du es nur auf einen Holm einstellen, was wirklich wurscht ist. Das kann man bei etlichen Motorradeln, kann man das nur auf einen Holm einstellen und nachdem das ja alles gleichschalten ist. Nur, das ist schon hochwertiger, die RS, also wenn du auf die Rennstrecken gehst, wirst du vielleicht den Unterschied merken. Und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass diese Mechanik, dass es in beiden Gabelholmen drinnen ist, ist durchaus möglich, dass das dann auch ein bisschen, dass das auch, keine Ahnung,
200, 300 Gramm mehr wiegt. Allein deswegen. Wie die dann ganz auf dieses identische Gewicht kommen, das kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt halt wirklich aufs Gramm ausgemessen ist oder ob es da einfach italienisch gesagt haben, nein, haben wir eine 184 für beide oder 183. Das kann ich echt nicht. Und ich muss aber auch sagen, ich tät's auch nicht spüren. Ob das 183 hat oder 185, das spüre ich nicht. Was ich spüre, ist, dass es wirklich leichte Motorradeln sind. Das spüre ich natürlich schon. Dass sie wirklich leicht sind. Und was ich jetzt vielleicht in dem auffälligsten Unterschied ist, natürlich am Lenker, dass die RS hat ja wirklich eine wunderschöne, zwei Kriegerl, wollte ich jetzt sagen, aber die sind nicht so angebracht, dass sie aus die Gabelholme rausgehen, sondern sie haben so eine leichte Erhöhung. Das heißt, es ist ein sehr sportlicher Lenker, wird tiefer sein, schätze ich, 7-8 cm, ja, so ein Stickel ja, wie auf der Duono. Und ich habe aber und enger und ich bin trotzdem auf dieser RS wahnsinnig gut gesessen, so jetzt im freien Land herumfahren und bin wirklich super zurechtgekommen, ohne dass ich mir jetzt gedacht habe, ui, das ist anstrengend oder das ist mein Knick irgendwie ein Wahnsinn. Und wenn du dann umsteigst auf die Duono, sitzt natürlich oben wie so ein aufrechter Herdbrenner. Das ist natürlich schon was anderes, aber ich habe diese RS, das hat mich eigentlich begeistert, dass das so unkompliziert ist und du hast trotzdem ein Sportmotorrad. Eigentlich ein Superbiker, kleines Supersportler. Ich finde es eh auch interessant, dass man da arge Unterschiede, weil 820 Sitzhöhe bei beiden. Ich wollte nur sagen, zum Gewicht, wahrscheinlich hat der Aprilia-Mitarbeiter, der dafür zuständig gewesen wäre, die abzuhören. Ja, es wird schon passen. Gell? 183 klingt doch glaubwürdig und passend. Nein, es wird schon hinhauen. Und mich erinnert, das ist ein klassisches Naked Bike und da kommen wir dann nachher auch auf ein Problem von ihr, sage ich einmal, weil sie sich doch mit vielen anderen Naked Bikes sozusagen auseinandersetzen muss. Die RS660 mit ihrer niedrigerer Lenker, aber nicht so super sportlich wie eben so ein 600er, das du drauf legst, aber logischerweise halt niedriger als ein Naked Bike. Erinnert mich, ist mir heute eingefallen, ein bisschen so an Sporttourer. Ein Sporttourer hat ja auch noch ein bisschen komfortabler die Sitzposition, aber sehr vorderradorientiert. Ja. Und dadurch ergibt sich schon eine sportlichere Sitzposition, sage ich einmal, auf der RS, was natürlich ihr Killer-Argument ist, wenn wer sagt, naja, ich hätte schon lieber den Hohnlenker. Sie ist ja so wendig und leicht, dass sie auch ganz leiwand umzulegen ist und super funktioniert. Das ist großartig. Also von daher kann man jetzt nicht wirklich einen Vorteil der einen ausmachen gegenüber der anderen, weil so viel gleich ist. Aber, und damit sind wir jetzt bei der Elektronik, da sind halt schon Unterschiede, die wir akzeptieren müssen, aber jetzt nicht unbedingt verstehen müssen. Die RS660 ist vollkommen aufmagaziniert mit allem, was möglich ist. Ich glaube, dass der vierstellige Thunfisch, ich sage das so gern, oder die RSV4 hat da wahrscheinlich nicht viel mehr drinnen. Kurven-ABS, schräglangabhängige Traktionskontrolle, Engine-Brake-System, also kannst du einstellen, Riding-Modes, fünf verschiedene, einen Tempomaten, also und den Quickshifter mit Blipper-Funktion. Ja. Das ist halt der Wahnsinn. Es ist ein ganz outstanding Elektronikpaket. Und die hat auch fast all das drinnen. Aber halt fehlt ihr die, ich nenne das so gern Gyrosensorik, die IMU, Inertial Measurement Unit, mit den Schräglagensensoren. Das heißt, sie hat ein normales ABS, normale Traktionskontrolle. Sie hat auch die Engine Brake zum Einstellen und sie hat nicht den Quickshifter mit Blipper-Funktion serienmäßig mit an Bord. Ich verstehe es irgendwie nicht, warum sie das nicht gemacht haben, aber man kann sich diese IMU oder dieses IMU-Package dazu nehmen. Dann bekommt man sogar auch das Kurvenlicht dazu, beziehungsweise kann man auch dazu nehmen, falls das wem wichtig ist. Mein Gott, ja, wer oft im Dunkeln fährt, kann es schon brauchen. Ich habe auch mit dem Peter Fischer von Aprilia gesprochen. Er hat gesagt, das machen sie halt bei Aprilia so. Sie glauben, dass das nicht jetzt zwangsweise für die Duono 660 die Kundschaft braucht oder will. Und ich muss ehrlich sagen, nur die rohen Daten habe ich mir gedacht, na, dann nehme ich fix die RS, weil die ist nur um 400er teurer als die. Das heißt, wenn ich mir die da aufmagaziniere, ist eigentlich teurer. Aber ich finde das normale ABS schon gut und ich finde auch alles andere gut und den Quickshifter würde ich mir fix drauf kaufen, aber dann würde ich die so haben wollen als die Duono 660, eher als die RS, weil man eben die Sitzposition so taugt. Taugt dir trotzdem, welche taugt da mehr?
Das ist jetzt aber ganz schwer. Nachdem ich auch noch für sich, meiner Meinung nach sind diese verkleideten Motorradl, diese Supersportler, sind für mich die ehrenvollsten Geräte auf dem Planeten. Es sind nicht die praktischsten und nicht die universellsten, aber es ist trotzdem, das ist die oberste Liga, ist ein Supersportler. Und wenn ich jetzt einen Supersportler habe, und jetzt zum Beispiel eine RSV4, die finde ich auch wahnsinnig leibend, richtig großartig, die tät ich aber nie einem Werkstunfisch vorziehen, weil ich einfach, das ist wirklich eine unkommode Sitzposition, das ist wirklich ernst. Und bei der ist es jetzt aber so, dass diese Sitzposition, die ist kommod, die ist nicht dramatisch. Das ist zwar sportlich nach vorgeneigt, aber es ist trotzdem so, dass ich glaube, den ganzen Tag damit fahren kann, auch in der Stadt, ohne dass mir das jetzt irgendwie zu anstrengend wäre. Und nachdem ja das Elektronikpaket da drin, also der Quickshifter, das ist, ohne den Quickshifter wäre ich todunglücklich. Der funktioniert so wahnsinnig, dass ich den will drinnen haben. Warte mal, mir fällt was ein. Leider geil. Du bist leider ein Trottel. Ist das leider unangebracht. Du. Aber Falle, jetzt ganz ehrlich, jetzt habe ich dort ein Supersportler mit der vollen Elektronik, mit dem Quickshifter und ich sitze noch dazu sehr leibend oben. Also in dem Fall glaube ich fast, dass ich bei der RS wäre. Obwohl, mir taugt der kleine Thunfisch wahnsinnig gut. Ich mir seit, wenn ich kaufen würde, den Quickshifter, den ich sofort mitbestellen. Das andere, Elektronik, wäre mir glaube ich relativ egal. Aber den Quickshifter müsste ich haben. Nur da habe ich halt den Supersportler, den ich aber trotzdem sehr kommod nutzen kann. Und wenn ich dann zum Beispiel mir denke, gut, es ist eh alles wurscht, es wartet eh keiner auf mich, ich hocke mich jetzt auf aufs Motorradl und fahre oben nach Sizilien, na, dann ist das natürlich auch ein Wahnsinn. Hocke ich mich auf, fahre dort oben und komme unten an, na, locker wie ich halt bin. Nicht? Ja, überhaupt nicht gestresst, wenn ich irgendwelche depperten Aussprüche sage. Unfassbar aggressiv, dieser Gonzo. Ja, was für mich wiederum aber dann, oder was für die Tuono spricht, meiner Meinung nach, fast genauso gut die Verkleidung, muss man leider sagen, dass das bei den Naked Bikes mittlerweile schon eine super Verkleidung ist, dass da ein kleiner Schlitz ist, finde ich gar nicht schier, finde ich gerade im Gegenteil sehr hübsch. Und in diesen schwarzen Lackierungen wäre es fix die Tuono für mich, weil da so viel Grellrot drauf ist. Das haben sie bei der RS viel schlechter gemacht. Ja. Wenn da jetzt die zwei gelben Acid Gold Versionen mit den roten Felgen stehen würden, würde mir, glaube ich, die RS besser gefallen. Aber wie gesagt, über den Preis, meine Lieben, tut es mir leid, wird es die Entscheidung schwer spielen, weil ich dachte eigentlich, dass die Tuono ein Tausender billiger sein wird. Nein, es sind nur 400er und auch noch ein bisschen weniger Elektronik, wo natürlich tatsächlich, und das ist eigentlich schon mein Fazit, tatsächlich die Frage ist, wer es braucht, dann halt RS oder aufrüsten. Oder du nimmst das Elektronik-Package, das da drinnen ist, das ja wirklich auch voll ist. Da ist ja alles drinnen. 5 Riding-Modes haben wir eh schon angesprochen. Jetzt will ich es gar nicht aufzählen, was das da ist. Das haben wir im Einzelvideo besprochen. Und das ist auch bei beiden gleich. Muss man jetzt keine Unterschiede oder kann man keine Unterschiede herauserkennen. Aber die ist einfach leihend und mit der fahre ich trotzdem auch dorthin, wo du, was wolltest, nach Sizilien, weil da ist die Scheibe gut und ich sitze noch gemütlicher drauf, verstehst? Ja. Wie du auch richtig sagst, Quickshifter nachrüsten reicht mir voll, ist extrem leihend. Was aber ich gesagt habe mit der Konkurrenz, da hast du die 600er Supersportler, sind viel radikaler und diese ganzen Honda CBR 650R und Carver Ninja 650, die sind wieder zu, ich möchte nicht sagen weich gespielt, aber dieses Elektronik-Package hat nur die. Die ist alleinstehend, die darf auch kosten, was will. Mit ihren 13 in Österreich, was kostet es in Deutschland? Ich glaube, knapp ein 11er. Du, auf alle, in dem Zusammenhang wollte ich noch sagen, es ist ja dieser Motor. Und die hat halt viel mehr Konkurrenz. Ja, ja bitte. Weil bei den 600er Supersportler warst, der Motor hat jetzt zwar nicht diese Spitzenleistung von den 600er Supersportler, aber er geht über den gesamten Bereich, geht er der Super. Der hat ja auch Schmalz in den unteren Drehzahlbereichen. Das heißt, in irgendwelchen sehr kurvigen Gegenden mit Spitzkern hängst du dann 600er Supersportler fix ab. Ja, mit der, weil die kannst du auch von unten raufnudeln. Ja, und die Tuono 660, muss man sagen, hat halt viel mehr Konkurrenz. Der Street Triple von Triumph S-Version, KTM 890 vielleicht eher vormals die 790er Duke mit den 105 PS, BMW F900R, das ist auch 105 PS, das ist nicht viel um. Aber da halt wiederum
wer einen Thunfisch will und wem dann der dreistellige Thunfisch, weißt du, 660 ist dreistellig und 1100, 1100, muss man im Zonko erklären. Ich schreie schon vorher. Wer den dreistelligen Thunfisch dann jetzt auch von der Optik will, das ist leiwand. Ich kann es nur empfehlen. Wem die anderen zu schnöde sind und vielleicht auch die Japaner, boah, es muss ja kein Japaner sein, Aprilia Tonus 660 und für dich, für Sizilien, die RS 660. Es ist leiwand, dass wir uns geeinigt haben, weil ich will die, du willst die. Ja, jetzt fahren wir weiter, oder? Jawohl. Du willst unbedingt einen Kaffee schon vorher haben. Jetzt haben wir uns einen Kaffee. Beim Wirten geht es nicht, aber... Zonko daheim vielleicht. Es verabschieden sich und bitten darum, dass ihr unseren 1000 PS YouTube-Kanal abonniert und alle Videos dann ja auch bekommt. Der liebe Zonko und der Fauli mit einem ganz freundlichen Tschüssi. Freunde! Tschüssi! Servus, Fauli. Tschüssi.